Pixel-Antisch! Ah, nachdem wir eine halbe Stunde rumgerannt sind und noch alle möglichen Leute befragt haben, kamen wir hier zurück und stellten fest, es ist völlig überflüssig. Leute, seht ihr das? Es ist zum Kotzen, ne? Und wir denken fast, dass dieses die letzte Folge sein könnte und haben uns schon mal was eingeschenkt. Prost, ihr Lieben! Prost! Look! Nimm die Spiegel. Sind es jetzt drei Spiegel? Das müssten drei sein jetzt. Krasse Sache, hey. Wow. Oh, wir kommen da angedackelt. Oh, den kennen wir doch. Ach Gott, das ist Jojobaöl, genau. Das ist der, wie der da steht. Der sieht ein bisschen aus wie, ach, wie heißt er denn? Dennis Hopper in diesem Wildnisfilm. Stimmt, aber der ist ja auch schon nicht mehr unter den Lebenden. Ja, da war ich traurig, den mochte ich. Ja, den mochte ich auch sehr, ja. Oh. Ich hatte doch in einer von den letzten Folgen erwähnt, dass der Harald Evers schon länger tot ist. Der ist schon 2006 gestorben. Er ist nur 49 Jahre alt geworden, ihr Lieben, und der verstarb an einem Herzinfarkt. Also passt immer gut auf euer Herzchen auf. Krass. Das auch passiert, ja. Oh. Aber er hat uns ja ein schönes Spiel hinterlassen und Bücher. Genau. Höhlenweltbücher. Könnt ihr auch aber lesen, das, anstatt immer. Das wünsche ich mir zum Geburtstag demnächst. Ah ja. Wo müssten wir jetzt noch mal? Nein, wir müssen doch wieder nicht nach Bergwolkenheim. Wir müssen nicht auch nicht nach Waringen, da auch nicht hin. Da auch nicht. Wir müssen dahin. Ja. Genau. Ja. Das letzte ist es. Wobei, wir könnten ja jetzt noch eine kleine Rundreise machen zu allen Orten und die nochmal besuchen. Ach nee, das dauert ja ewig. Ja, und wir haben jetzt schon wie viel? 38 Folgen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Jede Menge. Ja. So, jetzt gehen wir. Ach nee, nee, müssen wir nicht. Wir müssen erstmal dem Typen wieder die Susi anvertrauen, denke ich. Ja, ne? Stimmt, ja, hast du wohl. Und dann gehen wir wieder in die Tempelstadt und geben diesem Gunnar oder Gusma oder wie der da heißt, ja, geben wir die Spiegel. Das reden wir jetzt nicht mehr. Das gibst du die Susi ab. Susi abgeben, in Ordnung. Hier ist die Susi. Ja. Ob wir Susi jemals wiedersehen, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Susi, mach's gut. Susi, was süß. Ich hab die gemocht. Ich mochte Susi. So. Ah, Prosit. Ich genieße diesen Weg jetzt mal. Ja, genau. Ah. Leute, Alkohol ist schlecht. Trinkt das nicht. Ah, herrlich. Nee, im Leben. Sonst geht's euch so wie uns. Voll ja, Kitschungis. Warum wird die Brücke hier eigentlich noch mit dem Loch angezeigt auf der Karte? Und hier ist das fragst du doch bitte mich nicht, sondern die Zeichner des Spiels. Da ist ja mal volle Garne unlogisch. So, die Ruinenstadt. Auf geht's. Genau, Leute. Wir sind sehr gespannt, ob dies tatsächlich dann die letzte Folge ist. Dam, bam, bam. Dadlidü. So. Erik, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Du hast mir so gefehlt. Hast du denn jetzt endlich die drei Spiele gefunden, du Trottel? Ja, geht's dir gut? Geht's dir gut? Jo, bis auf die Langeweile. Der Typ da ist ein solcher Langweiler hier. Ist boah, der Flasche im Bett. Aber Gusma, er hat mir eine Menge mit Altmaniana erzählt. Ich bin fast eingeschlafen. Soll ich dir ein paar Garten verraten? Nein. Nee, lieber erst später. Erst will ich die Spiegel einsetzen. Genau. Na gut, beruhige dich nur. Gusma wird wissen, was jetzt zu tun ist. Bist du noch gesund und heil? Ah. Auch deine Nüsse, sind die alle noch da? Jo, alle Nüsse noch da. Du bist ja einigermaßen heil, Erik. Wie ich sehe, hast du die drei Spiegel tatsächlich gefunden. Langsam wirst du mir unheimlich. Wie schaffst du das nur alles? Ja, weil wir das machen, ihr Doofen. Ich muss mit Naomi, was muss er damit? Ja. Sollen wir das machen? Ja. Ich weiß nicht. Gut, aber du kannst sie mir ruhig geben. Oder ja, ich weiß es nicht. Nehmen wir an, ob das egal ist. Du
sagen, möchtest du ein Wiedersehen mit Naomi feiern? Ich, ja, die steht ja, die ganze Zeit schon rum. Ja, wie wär's denn noch knapp Dreier, Jungs, hä? So, diese Ehre gebührt ja wohl mir. Genau. So, hier hast du deine blöde Spiegel, du Vollonk. Ich erwarte jetzt eine epische Cutscene. Ich erwarte jetzt einen Schluss, der mindestens so lange dauert wie die Intro. Oh Gott. Dann sind wir mit der Zeit. Ja, die war ja ewig. Oh Gott, ja. So, er setzt ein so. Und wir schieben einen Dreier dann danach und dann ist aus, Ende, finito. Genau, das wäre doch mal ein lustiges Ende, oder? Das wäre witzig. Und nun? Was happened? Keine Ahnung, was jetzt passiert. Hey, schau mal, guck mal die drei Spiegel eingehen. Jetzt ist schwarz, oh Gott. Das Ding fährt hoch. Okay, da kann man anders auffassen. Aha, sag ja, wir machen einen Dreier, hab ich doch gesagt. Ja! Oh, und nu? Geil, blassen. Das wird schwarz. Oh, das erinnert mich an diese Lichträtsel in anderen Spielen. Furchtbar, ein Geheimmechanismus. Und was für ein Moment hat das gedacht? Na, so vielen Jahrhunderten. Und wir haben das Geheimnis wiederentdeckt. Ja, also eigentlich war es. Ist das zu bedeuten? Hat? Der Lichtstrahl zeigt genau auf die alte Statue. Als ob da irgendwas wäre. Ja, komm hier, da ist bestimmt jetzt. Guck doch mal auf die alte Statue. Gucken wir mal. Da ist doch vielleicht der Kristall drin. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich weiß es nicht. Da ist, ja. Sollen wir das nehmen? Ja, nimm. Und jetzt? Funkelndes Etwas. Da war doch eben ein funkelndes Etwas. Ja, das habe ich genommen. Ach, das hast du? Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Funkelndes Etwas ist das. Hier. Das. Ein Kristall. Wir haben den Kristall gefunden. Jo. Und jetzt? Gehen wir wieder. Jetzt gehen wir wieder raus. Und was passiert jetzt? Müssen wir eigentlich zurück zu Kerl, ne? Oh, es geht weiter. Ist das wirklich der Ist das wirklich der sagenhafte Kristall, auf den Kerl schon so lange wartet? Der alte Schlawiner, der... War doch ganz leicht zu finden, oder? Jetzt bist du ein ganz großer Held, Erik. Autogramme schreibe ich aber nachher, ja? Mann, das macht mich echt an hier, du, wow. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Das ist so lieb, Erik. Du hättest es auch ohne mich geschafft. Ich habe eh nichts gemacht. Ich muss jetzt weg. Ich habe was vor. Mit Cosmo. Wiedersehen. Es geht ja auch noch Fremde. Mit, Cosmo? Was? Ich bin eifersüchtig. Allerdings, er ist nett kultiviert und vor allem, er sieht nicht aus wie Chuck Norris und weiß, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. Oh, nein. Es war nicht so ein Held wie du, aber in anderer Beziehung. Haha, sicherlich umso heldenhafter. Mann, du, ich habe eine halbe Stunde nur... Ja, ist ja auch egal jetzt. Da ist ja voll der Porno, ey. Porn-up. Ich hab dir doch gesagt. Oh, wir kommen da. Oh. Hallo, seid ihr die Spieler-Designer? Du hast es tatsächlich geschafft, Mann. Ey, coole Kumpel. Wer sind die? Ich hab keine Ahnung. Wir haben den Kristall gefunden. Das sind die Brüder, ja? Ja, ne? Krass. Was wollen die denn hier? Keine Ahnung. Du bist zurückgekehrt, Karl. Nach so vielen Jahrhunderten? Nee, das ist der Karl. Das war nichts als ein physikalisches Problem. Du weißt, dass ich nichts weiter bin als der Träger einer bestimmten Funktion. Und dazu benötige ich den leuchtenden Kristall. Darf ich ihn sehen? Ja, aber sag, was ist das für eine Funktion, die du innehast? Ich fürchte, das kann ich im Moment selbst noch nicht sagen. Bevor der leuchtende Kristall fertiggestellt wurde, musste ich fliehen. Mein Problem, das mir Voldemar auftrug, sagt mir nur, dass mithilfe meiner Funktion eine spezielle Waffe vorliegt, um die herum ein Widerstand gegen die Drackenkacken aufgebaut werden kann. Genau. Was es allerdings genau ist, weiß ich im Moment selbst nicht. Vielleicht merkst du es, wenn du die Droge zu dir nimmst. Genau, Drogen! Ja, genau! Ja. Schluck sehr runter, Alter. Hier, da, nimm. Ja. Funkelnde Droge. Genau. Schluck mal. Tausende Jahre hat es gedauert, bis zu diesem Moment
Du hast es geschafft, Erik, aber ich bin trotzdem. Ja, das ist bei meinen Eltern sich mit der Zeugung, ja, haben die sich du so viel Zeit gelassen. Den Kristall gefunden und den Kerl übergeben. Wow, und endlich ist das Spiel zu Ende nach fast 40 Folgen. Ab heute wird man sich an dich als eine der größten Helden unserer Welt erinnern. Ja, ist gut, ist gut. Meine Eltern hätten sich ein bisschen mit der Zeugung beeilen sollen, aber sonst mit deiner Hilfe war es gar nicht so schwer. Cool, Outro. What happened? Wow. Ui. Ah, okay, der redet wieder, ne? Gleich. Jetzt kommt erst Musik und dann fängt er irgendwann an zu lachen. Dies ist das Ende des ersten Abenteuers der großen Saga um die Höhlenwelt, in der Eric Speedy McDougan die außergewöhnliche Aufgabe gemeistert hat, den seit 1000 Jahren verschollenen leuchtenden Kristall zu finden und ihm Cal zu übergeben. Doch mit diesem Abenteuer ist die Geschichte um die Befreiung der Höhlenwelt noch nicht zu Ende. Denn was im Folgenden geschah, veränderte die Dinge grundlegend. Das hört sich an wie Teil 2 Ankündigung, ne? Ja, den hat es aber nie gegeben, weil der Evers keine Lust mehr hatte. Der hatte keine Lust mehr oder der ist zwischendrin gestorben? Nee, der hatte keine Lust mehr und hat dann lieber Bücher geschrieben und dann ist er aber gestorben. Ach so. Ja. Oh, der geht noch weiter. Oh Gott, jetzt kommen die Drakenkacken. Oh, shit. Jetzt kommt der schon wieder. Ach, ich habe vergessen. Ja, diese Typen wird man einfach nicht los, aber mit dem jetzt kriege ich auch noch klein hier. Seine Mama hat nicht sehr oft mit ihm gespielt. Schüttet neue Offensive. In den Minen wird euch das Lachen doch vergehen. Ach nee, ne, die sperrt es doch jetzt nicht ein. Das meint er ernst. Was meinst du, Maomi? Ja. Ich fürchte, wir müssen uns eine... Was? Wir müssen zu unschönen Methoden greifen. Fällt dir was ein? Oh, ich wüsste da vielleicht was. Ich knutsche den jetzt tot. Was ist das? Was gibt es dazu? Was gibt es dazu? Nur ein privater Plausch, euer Ehren. Es geht los. Lauft, was ihr könnt. Lauft, 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 lauft. Und jetzt? Weg euch. Und ich knutsche ihn tot. Oh. Ah, Stinkbombenalarm, Furzalarm. Genau! Jetzt kommt gleich wieder der Erzähler. Im zweiten Abenteuer der Höhlenwelt-Saga werden wir sehen, wie sich unsere drei Helden gegen die Draken zur Wehr setzen. Cal, der sich seiner wahren Fähigkeiten noch nicht bewusst werden konnte, wurde zwar von den Draken gefangen genommen. Das aber kann unsere Helden nicht daran hindern, weiter um die Befreiung der Höhlenwelt zu kämpfen. Oh, ist ja gar nicht so ein Happy End. Nee, weil die ja noch einen zweiten Teil vielleicht vorhatten und ihn nie gemacht haben. Das ist ja doof. Oh, ihr Luschen. Ehrlich. Oh, gibt's nicht. Ah, das war's, ihr Lieben. Niemals, was denn? Doch, ich fürchte doch, ne? Ja, das ist das Ende. Ja. Ja, weil ein Teil 2 hat es nie gegeben. Schaut so aus. Ja, und wenn sich nicht irgendein paar Fangamer-Leute zusammentun und einen zweiten Teil machen, dann fürchte ich, wird es auch nie eine geben. Da hast du wohl. Ja, aber wir haben es auf jeden Fall zu Ende gespielt, den ersten Teil. Genau, und das hat uns viel Spaß gemacht und ja, die Draken kacken nun ohne uns. Ganz genau. Und das werden sie auch in Zukunft tun. Ja, wir hoffen, das hat euch ein wenig Spaß gemacht. Genau, und ihr hattet auch so viel Spaß wie wir beim Spielen. Und nochmal danke für den Tipp an die Schwestern. Genau. Und... War super. Ja, wenn ihr noch weitere Adventure-Tipps habt oder so, nur her damit. Mhm. Dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall. Also. Ist die Material sammeln. Genau, das war's jetzt mit Chucky, die Mörder, Reinhold Messner-Puppe und seine geliebten Maomi, die doch mit einem anderen durchgebrannt ist. Ja, so ein Pech. Warum auch. Wohl? Das fragen wir dann im nächsten Spiel nochmal. Genau. Das hinterfragen wir dann im nächsten Spiel nochmal gründlich. Genau. Ja. Also ihr Lieben, macht's gut und ja. Jo, bis danke dann. Fürs Ciao. Bleibt dran.